Hallo, ich möchte Ihnen vorstellen, wie Blinde zeichnen können. Mein Name ist Brigitte Beetz und ich arbeite als Mathematiklehrerin an der Karl-Strehl-Schule der Blista, einer Schule für Blinde und Sehbehinderte. Heute möchte ich Ihnen einfach die Grundausstattung vorstellen, die man braucht, um als Blinder zeichnen zu können. Zuerst brauchen wir eine sogenannte Gallusplatte. Das ist eine Platte, die aus Holz besteht und hier eine Gummiunterlage besitzt. Auf ihr wird eine Folie fixiert, eine spezielle Zeichenfolie, die man bestellen kann. Und das Fixieren erfolgt über kleine Schienen, die mit Magneten gehalten werden und die Folie festhalten. So vorbereitet kommen die Zeichengeräte zum Einsatz. Als erstes brauche ich eine Art Stift. Das kann ein solcher Stichel sein, ein sogenannter Metalldrückruner, den man beim Künstlerbedarf erwerben kann, oder auch ein leergeschriebener Kugelschreiber. Um Punkte festlegen zu können, benutzen wir Nadeln. Sie sind auch der Grund, weshalb man sehr einfach diese Punkte festlegen kann auf der Folie. Man steckt die Nadeln in den Gummi. Dabei sollte man darauf achten, dass die Nadeln runde Köpfe haben und sehr stabil sind. Das nächste Zeichengerät, mit dem wir arbeiten können, ist ein Lineal. Dieses Lineal ist eigentlich ein handelsübliches Lineal, das für die Bedürfnisse Blinder angepasst worden ist. Es besitzt auf der Unterseite Anti-Rutschstreifen aus Gummi, sodass das Lineal nicht über die Folie rutscht. Zum anderen hat es einen sehr angenehmen Griff zum Festhalten. Darauf angebracht sind fühlbare Noppen, mit deren Hilfe man Zentimeter abzählen kann. Und als kleiner Clou, am Ende sitzen noch kleine Kerben an den beiden Enden, mit denen man das Lineal in die Nadeln einhaken kann. Neben dem Lineal gibt es im speziellen Fachhandel auch noch Geodreiecke oder Winkelmesser. Als letztes Gerät, das wir benutzen können, haben wir einen Zirkel. Auch das ist ein handelsüblicher Zirkel, bei dem nur die Bleistiftmine gegen die Mine eines leergeschriebenen Kugelschreibers ausgetauscht wurde. Das sind die Geräte, die Sie zum Konstruieren in Geometrie in der Schule brauchen.